Ja, grüß euch, ich bin's wieder, euer Alex. So, heute, was steht heute am Programm? Wir werden wieder mal was basteln. Ja. Ein bisschen Holz haben wir noch herumliegen. Ziele, Scheibenständer hätten wir mal schon. Was wir jetzt noch brauchen, oder was ich eigentlich brauche, was ich gemerkt habe, was noch fehlt, ist ein Bogenständer, wo ich den Bogen ablegen kann, eine Pfeile holen und vielleicht eine kleine Kombination mit dann einem Pfeilständer. Ja? Wenn man da ein bisschen was überlegt, was ich da bauen möchte, anhand von dem Holz, was ich habe. Ja. Und jetzt sagen, schaut es mir einmal zu. Viel Spaß beim Zuschauen. Vierte. Also ich versuche natürlich für jede Arbeit, die ich im Haus erledige oder im Garten erledige oder generell mache, immer alles bestmöglich vorzubereiten. Und auch diesmal habe ich zum Beispiel einen Staffel gefunden, einen kleinen, ein paar Brillen, 2 Meter lang, Schrauben, Zwingern, mein Plan. Ja? Was mir so eingefallen ist, Akkuschrauber, Stift, Schrauben, Schleifer, Maßband, Handys und die Kreissäge. Das sollte eigentlich alles gewesen sein. Also viel Spaß beim Zuschauen. Pfiat euch dann. So, der erste Teil ist fertig. Der Ständer oder Steher ist einmal stabil genug, ja, dass man egal wo hinstellen kann, er fliegt nicht mehr um. Ein Gewicht ist da. Was jetzt noch fehlt, ist oben eine Befestigung, dass man vielleicht links und rechts am Bogen reinhängen kann und da in die Mitte, wenn wir dann unsere Pfeile reinstecken. Also, weiter geht's. Schritt 2. So, der Bogenständer ist fertig. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Ich kann meine Bögen draufhängen, kann meine Pfeile stecken und es hat nichts gekostet. Was gibt's Besseres?
nachdem das Basteln nur ein Teil des heutigen Nachmittags ist, fangen wir mal gleich mal an mit unserer Daily 100. Grüß euch. Freunde, das weitere Einschießen erspare ich euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Genießt eure Gesundheit. Passt auf eure Familie auf, auf eure Feinde. Stay at home. Rettet Menschenleben.